So, moin moin zusammen. Ja, es ist 17.03 Uhr. War ja klar. Eine Stunde noch bis Erfurt. Fahren wir runter, übernehmen den Zug. Wir fahren nach Düsseldorf. Sauna-Therme. Auch nicht schlecht. Nummer 85 runter. Den Auflieger raus, beziehungsweise wir geben erstmal den leeren ab, schauen ob der volle da ist. Dann, wenn er fertig ist, holt man raus, stellt ihn ab, geht zum Einkaufen, fahren wir das im Auflieger und dann schaue ich mal, wie es weitergeht. Bei mir mehr Abfahrt um, lass mich überlegen, 19, 20 Uhr, 21 Uhr sowas. Ich muss jetzt auf die Papiere gucken.
Amsdorfer Kreuz, 1900 Meter. Eigentlich mit deiner 80 km/h, das wollen alles aufkopern, du Arschloch. Das ist ein schönes rundes Schild, weiß mit schwarzen Querstreifen, Schrägstreifen. Nennt sich alle Beschränkungen aufgehoben. Und jetzt zeige ich immer noch 80 an, das ist ein scheiß Gerät.
zwar nicht viel, aber. Und 40,5 Kilometer rechts fahren. Abfahren. Baustelle in den Bergen auf. Naja. Überhol, weil sonst schleiche ich den bergauf auch noch hinterher. Gleiches Wohlgemut. Baustelle in 20 Kilometer. Staugefahr. Nein, noch nicht. Gleich. Jetzt. Ja, ja, ist in Ordnung. Ich bin ja schon unterwegs. Und keine Panik. Tacos. Maschinen, Werkzeug, Zubehör. Simon, CNC-Fräsen und Präzisionsoptik. Jena GmbH. Die Deutsche Post ist hier.
jetzt die Frage, wo stelle ich den Auflieger ab, wenn ich ihn kriege? Das ist eine gute Frage. Wo kann ich den Auflieger abstellen? Bei Ikea auf dem Platz ist keine gute Idee. Da hinten, wo ich immer stehe, wenn da keiner ist, am besten auf Beton, weil mein Mann schon Dreck. Gut, jetzt bei dem Wetter geht's. Wenn es regnet zum Beispiel, versinkt das Ding in manchen Dreck. Weil die Stützen ja nicht breit genug sind, also die würden nicht viel halten. Es würde versinken, das Teil. Ja, die Stützen haben nur 20x20 cm Fläche. MMA Doppel M mit ATU Finke mit deinem Einrichten auch noch. Baustelle drin. Ja, die hat er nicht. Warum auch immer. Das Auto noch steht. Naja, das ist schon lang her, aber vielleicht. Ich glaube es da nicht. Nein, die haben es weggeräumt. Wobei ich mich immer noch frage, wie der da reingefahren ist. Wie ist er hinter die Betonmauer gekommen? Ah, noch in gegengesetzter Fahrtrichtung. Wie ist der da reingekommen? Das ist ein Geisterfahrer. Ich weiß es nicht. Oder ist er von oben vom Berg runter gerutscht? Seitlich? Wirklich? Vielleicht.
das haben wir wohl so gut. Höchstgeschwindigkeit beträgt 80 im Moment. Wow, 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 wow. Was ist jetzt los? Wenn ich Alkoholverbot wäre, würde ich schon längst rausgezogen sein. Ja, wäre ich schon längst rausgezogen. Aber leider. Politiker. So strunzdämlich, dass das brummen könnte. Schild aufstellen, wo drauf steht, wenn 80 km/h, also wenn man eine Geschwindigkeit von über 80 km/h erreicht, dann darf man überholen. Das kriegen wir locker hin. Da ist ein Wohnmobil von der Nähe, ein Auto mit Wohnanhänger von der dran. Der schleicht gerade den Berg auf. Fährt vor dem LKW her. Vielleicht sieht man es so besser. Da kommt er gerade, wenn man sieht. Sehen. Ach, das ist das, wo das Wohnanhänger ist. Ah ja. Okay. Mit dem Überführungskennzeichen. Echelheim. Auch nicht schlecht. Da steht mitten auf dem Feld ein Schild, da steht Echelheim drauf.
Busse sind jetzt schon wieder los. Warum fahren wir jetzt plötzlich 45 km/h? Ach, da ist ein LKW vorne dran. Der fährt lahmarschig. Es sind zwei Lastzüge. Drei Lastzüge vor uns und ein Auto mit Wohnanhänger. Und jetzt kommt gerade ein Autofahrer. Ob der es immer auf die Autobahn schafft? Irgendwann hört die Leitplanke auf. Beschleunigungsspur. Dann fängt die Leitplanke an. Meine ich. So rum. Ist schon ganz ballerballer heute. Könnte auch ein Polder sein. Fällt mir gerade ein. Möglich. Hoffentlich haben die es bald mit ihrer Autobahn da drüben. Ey. Obwohl, mich juckt es ja nicht mehr. Würdest du mir bitte den Gefallen tun, da hier rausfahren mit einem 3,0 DDI? Oder ist das ein 2,0? So ein Golf, 3 Liter Turbo Diesel Injection 10. Das ist ein 2er. Nee? Das ist ein 2er. Turbo Diesel Injection. Sieht man so schlecht. Versetzt fahren. Ja, das macht hier keiner. Holt mich gerade ein Opel.